Was eigentlich unglaublich ist, ist, dass die Bahn im 21. Jahrhundert noch immer eine Trasse mitten durch einen Ort konstruieren will, während sie ja in neuen Orten außerhalb Umgehungstrassen gemacht hat. Aber in der am meisten betroffenen Stadt Bad Schwartau, da wollen sie die alte Trasse nutzen. Den Menschen entlang der Trasse sind der extreme Lärm und die extremen Erschütterungen der Güterzüge nicht zuzumuten. Dass der Mut da war, dass wir einfach sagten, wir machen das jetzt, wir schicken das raus, ist, denke ich, nochmal ein sehr gutes Zeichen an den Bundestag, dass wir Bürger durchaus mitgearbeitet haben an einer wirklich guten Lösung. Und ich danke einfach auch den vielen Unternehmen, die hier mit genannt sind auf dem Flyer, und den vielen Privatspenden, die das überhaupt ermöglicht haben. Wir freuen uns sehr, dass seitens der Bürger auch die Initiativen ergriffen werden, solche Gelegenheiten wahrzunehmen, auch direkt an die Mitglieder des Bundestages heranzutreten. Und auch ein Dank an die Sponsoren selbstverständlich. Und dem Vergleich, den die Stadt Bad Schwartau mit der Deutschen Bahn geschlossen hat, ist ja genau das eingetreten, dass wir das Recht haben auf übergesetzlichen Schutz für den Erschütterungsschutz. Und der Erschütterungsschutz ist gerade bei dem ersten Modell nicht drin. Wir sind eine grüne Stadt. Wir haben eine Stadt mit einem hohen Erlebnisfaktor. Wir sind Kurort. Aber wir sind, das muss man also auch in Erinnerung rufen, eine stark belastete Stadt. Fast 100.000 Fahrzeuge rauschen jeden Tag durch die A1 und die L309 durch unsere Stadt. Aber wenn die Bahn ihre Planungen so verwirklicht, ohne Eintrog, dann führt das dazu, dass wir in der Stadt alleine 3 bis 4 Hektar, und dann sind zum Beispiel die Waldstreifen an der Bahn, die wegen der Elektrifizierung noch wegkommen, nicht mitgerechnet. Kurzum, Wald geht flöten und es kommt zusätzlich Staub und Lärm obendrauf. Das ist kontraproduktiv. Das ist umweltfachlich der richtige GAU für Bad Schwartau. Und wenn man sieht, wir werden langfristig über Generationen Staub und Lärm und alles haben. Und unsere Stadt hat bisher ja schon 500.000 Euro in die Hand genommen, um Gutachten zu machen, die eigentlich die Bahn hätte machen müssen. Dann muss man feststellen, wir werden an den Kosten und den Folgen und den Umweltbelastungen langfristig als Bürger beteiligt. Das ist etwas, was man eigentlich nur als den großen GAU für Bad Schwartau bezeichnen kann. Deswegen unterstützt der Umweltbeirat den Trog und voreingenommen und nachhaltig. Appelliere ich jetzt an alle Bundestagsabgeordneten, erinnern Sie sich bitte an den Ten-Trassen-Beschluss von 2016. Einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat nämlich der Bundestag einstimmig beschlossen, dass, wenn Bürger an einer Güterverkehrstrasse leben, die einen besonderen Schutzbedarf haben und dieser Schutzbedarf auch verwirklicht werden soll, an alle Bundestagsabgeordneten, hier sind die Bürger mit der Güterverkehrstrasse. Wir appellieren speziell auch jetzt, sage ich mal, an unsere Bundestagsabgeordneten aus Ostholstein, Ingo Gedichens und Bettina Hagedorn, sich für uns einzusetzen. Wir appellieren auch an Konstantin von Notz, der hier war. Setzen Sie sich bitte für uns ein. Am Donnerstag werden wir uns die Aussprache ansehen und wir messen unsere Bundestagsabgeordneten an ihrem Einsatz für uns. Und wir sagen allen Bundestagsabgeordneten, wenn das ihr politischer Wille ist, den Fehmarn-Belt-Tunnel zu verwirklichen, dann möchten wir bitte den besten Schutz haben, den einzig erforderlichen Schutz. Es handelt sich nur um Geld. Ich möchte im Namen aller Stadtvertreter, im Namen der Stadt Bad Schwartau, möchte ich ein ganz dickes Dankeschön sagen, dass Sie von anderer Seite die Sache so toll unterstützt haben, wie Sie das mit diesem wahnsinnigen Endprodukt gezeigt haben. Ja, ich freue mich, dass ich heute auch an dieser Veranstaltung teilnehmen kann. Es ist sehr viel Arbeit geleistet worden, um diesen Flyer zu erstellen. Und wir danken auch im Namen des Ausschusses für Bauwesen und Stadtplanung und der Koordinierungsgruppe recht herzlich allen Aktivisten und den Sponsoren, dass sie jetzt rechtzeitig zur Bundestagsdebatte
hier einen Flyer vorlegen können, der auch an alle Bundestagsabgeordneten geschickt wird. Und wir freuen uns darüber, dass auch die Bürger eben halt Initiative ergreifen und sich für die Stadt einsetzen. Dafür meinen ganzen Dank. Ich selbst als Stadtverordneter der CDU bin natürlich auch sehr für den 7-Meter-Trog. Wir haben alle Beschlüsse in den zuständigen Ausschüssen und auch in der Stadtverordnetenversammlung einstimmig gefasst, eben für diese Lösung. Wir haben einen Haufen Geld investiert. Wir werden jetzt sehen, was Donnerstag rauskommt und möglicherweise müssen wir dann eben nach Leipzig ziehen, um entsprechend den Klageweg zu verfolgen.